Live aus Köln. Der Presseclub mit Volker Herres. Zu dem ich Sie auch an diesem Sonntag herzlich begrüße. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Tag im März 2011 hat alles verändert. Der Tag der durch ein Erdbeben ausgelösten Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima. Gerade noch wollte die damals schwarz-gelbe Bundesregierung die Laufzeiten der Atommeiler sogar verändern, verlängern nämlich. Und jetzt kam die Totalumkehr. Nichts wie raus aus dem Atomstrom wollte die Bundeskanzlerin Merkel. Die Energiewende wurde erfunden. Ja, und heute, wo stehen wir bei der Energiewende und wie sieht es aus in und um Fukushima? Fukushima und die Folgen, funktioniert die Energiewende? Das ist unser Thema heute hier im Presseclub. Darüber wollen wir diskutieren und ich freue mich auf meine Gesprächspartner und darf Ihnen jetzt meine Gäste vorstellen. Aus Berlin zu uns gekommen ist Birgit Marschall. Sie arbeitet dort als Hauptstadtkorrespondentin der Rheinischen Post und berichtet über die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Christiane Greve ist Reporterin im Berliner Büro der Wochenzeitung Die Zeit. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit sind ökologische Themen. Jürgen Flauger arbeitet für das Handelsblatt und er ist dort spezialisiert auf den Energiesektor. Und ich begrüße den ARD-Wissenschaftsjournalisten, Buchautor und Moderator Ranga Yogeshwar. Er war gerade für eine ARD-Reportage in Fukushima und konnte sich ein Bild machen, wie es dort heute aussieht. Seien Sie alle herzlich willkommen. Lassen Sie uns, Herr Yogeshwar, zunächst nach Japan blicken. Sie konnten als erstes Fernsehteam überhaupt im Innersten des Reaktors drehen. Können Sie uns sagen, wie ist dieser Film zustande gekommen? Das war eine sehr lange Geschichte von immer wieder Anfragen. Wir haben 2011 bereits angefangen damit, mit Hilfe der japanischen Botschaft. Und das ging dann immer wieder weiter. Und Kollegen aus unterschiedlichsten Ressorts, zum Beispiel auch Mario Schmidt vom NDR, die haben uns alle geholfen, um nach und nach TEPCO eigentlich dahin zu bringen. Zu überzeugen. Die waren dann überrascht. Im Sommer sagten die plötzlich ja. Da wollen wir mal reinschauen und uns ein paar Einblicke verschaffen, was Sie dort erlebt haben. Die Strahlung haben Sie immer im Blick. Jeder Mitarbeiter hat jederzeit ein Messgerät dabei. Die Anspannung ist groß. Das ganze Team und das Equipment müssen akribisch eingepackt und vor Kontaminierung geschützt werden. Die Strahlung auf dem Gelände liegt immer noch bei 67,6 Mikrosievert in der Stunde. Der normale Wert in unserer Umgebung beträgt etwa 0,1. Es ist ein Einblick, den die Welt so noch nicht bekommen hat. Der Kontrollraum, in dem TEPCO aber die Kontrolle verloren hat. Brennstäbe, die gerade noch vor der Kernschmelze bewahrt wurden. 6000 Mitarbeiter arbeiten jetzt täglich auf dem Gelände des Reaktors. Eine Schicht dauert wegen der hohen Belastung nur 2 Stunden. Wie lange sie für die Aufräumarbeiten brauchen werden, ist überhaupt nicht absehbar. Doch das Leben muss weitergehen rund um Fukushima. Deshalb sind mehrere tausend Freiwillige im Einsatz. Sie tragen die oberen 5 Zentimeter der verstrahlten Erde ab und sammeln sie. Schwarze Säcke, wohin man schaut. Sie türmen sich an den Straßenrändern in der Umgebung des ehemaligen Meilers in den Himmel. Tausende Kubikmeter verseuchter Erde. Aber wohin damit? Aus blühenden Gärten und gepflegten Reisfeldern ist Brachland geworden. Die Menschen, die früher in der Region gelebt haben, kämpfen um ihre Heimat, um ihre Existenz. Mehrere Millionen Japaner sind betroffen. Rund um den Reaktor darf für Jahre niemand mehr leben. Alles hier muss vernichtet werden. Die Siedlungen sind Geisterstädte geworden. Im etwas schwächer verstrahlten Umland dürfen die Bewohner inzwischen täglich stundenweise zurück in ihre Häuser. Vielbefahrene Straßen werden zuerst gereinigt. Die Menschen versuchen zu säubern und zu retten, was noch zu retten ist. Den Film zeigen wir morgen Abend in ganzer Länge im Ersten. Herr Yogeshwar, die Menschen versuchen zu retten, was noch zu retten ist, haben wir gerade gehört. Ist denn in und um Fukushima noch was zu retten? Also zuerst einmal, es geht ja um eine Region, die radioaktiv verseucht ist, die relativ groß ist. Also man muss sich klar machen, es gibt Städte wie Itate, 45 Kilometer von dem Kraftwerk weg. Und die Menschen dürfen nicht dahin. Und das ist natürlich für die Menschen tragisch, denn sie verlieren ihre Heimat, sie verlieren alles, die Sozialkontakte, ihr Business. Und die wollen wieder zurück. Die kämpfen um
ihre eigene Heimat. Und was uns sehr beeindruckt hat, ist die Art und Weise, die Intensität, mit der Japaner das versuchen. Das ist wirklich großartig. Es sind Helden, aber in gewisser Weise auch, und das zeigt gerade diese Drahtbürste, Helden, die irgendwo scheitern. Denn Radioaktivität kann man nicht einfach so wegwischen wie einen Fleck. Frau Grewe, wenn Sie diese Bilder sehen, 3,5 Jahre nach der Katastrophe in Japan, wie wirkt das auf Sie? Was löst das bei Ihnen aus? Ja, es ist natürlich absolut beklemmend. Es erinnert auch an Bilder, ich kann mich noch erinnern, es gab mal in Bulgarien, oder gibt es immer noch den Reaktor Kozloduy, wo man eine Waschmaschine sehen konnte, in der die Kittel des Personals gereinigt werden sollte. Also diese Gesten der Hilflosigkeit gegenüber einer unsichtbaren Gefahr wie der Radioaktivität. Und ich meine, der Schock bei Fukushima war ja, dass nun endgültig niemand mehr sagen konnte, dass in einem hochindustrialisierten westlichen, dicht besiedelten Land die Kernenergie kontrollierbar sei und dass da schon nichts passiere. Und dieser Schock, ich denke, der sitzt bis heute tief und die Bilder belegen, dass er absolut berechtigt ist. Frau Marschall, was meinen Sie, wie sehr hat sich Japan durch diese Ereignisse verändert? Wie sehr wirkt das nach, auch in der japanischen Gesellschaft bis heute? Also ich glaube, das war eine Zäsur. Für die. Sie haben ja vorher auf Atomkraft gesetzt, zum Teil jedenfalls. Also es war nicht komplett ihre Energieversorgung, aber zur Hälfte ungefähr, glaube ich, die Energieversorgung aus Atomkraft. Und die haben ja seitdem die Meiler abgeschaltet. Jetzt merkt man aber, es kehrt wohl wieder ein Umdenken ein und sie fangen wieder an, doch wieder auf Atomkraft zu setzen. Da wissen Sie vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass dort ein Atomausstieg stattfinden wird wie in Deutschland. Herr Flauger, das ist ja interessant, was Frau Marschall gerade anspricht. Wir, da kommen wir ja noch drauf im Verlauf der Sendung, haben sofort die Energiewende, den Atomausstieg eingeleitet. In Japan, dem Land, in dem es passiert ist, denkt man jetzt darüber nach, die ersten Meiler, zwei glaube ich konkret, wieder hochzufahren. Wie kann man das erklären? Wirkt der Schock da nicht länger nach? Ich glaube, dass man sich vor allem die Situation in Deutschland angucken muss. Ich meine, wir hatten damals, man muss sich ja vorstellen, wir hatten ja 2000 den Atomausstieg beschlossen. Und wir hatten ein halbes Jahr vor Fukushima erst diesen Beschluss revidiert. Das heißt, wir haben die Laufzeiten verlängert. Und das war eigentlich, also ich glaube, in dieser Zusammenfolge, ein halbes Jahr davor verlängert, die Bilder aus Fukushima, ich glaube, das ist zusammengekommen. Und da ist uns allen deutlich geworden, dass dieser Beschluss, den wir damals getroffen haben, so nicht aufrechtzuerhalten ist. Mhm. Und wir sind ja im Endeffekt ja auch wieder auf diesen Beschluss von 2000 zurückgekommen. Also wir haben ja den Atomausstieg eigentlich im Endeffekt nicht beschleunigt, sondern wir haben diesen alten Weg wieder aufgenommen. Ein deutscher Schlenker vollzogen. Ja, und wir haben in Deutschland ja auch eine jahrzehntelange Debatte über Atomenergie hinter uns gehabt. Und ich glaube, so eine Debatte ist in Japan nie geführt worden oder nie in der Intensität. Deswegen sind wir mit einer ganz anderen Situation konfrontiert worden. Und ich glaube, für die war das ein Schock, überhaupt keine Frage. Aber die gingen ganz anders mit um wie wir. Aber ist es nicht überraschend, dass dort, kann man das erklären, jetzt wieder doch Meiler hochgefahren werden soll? Ich glaube, wenn man sich die Situation in Japan anschaut, ist sie ein bisschen anders als in Deutschland. Mhm. Warum? Japan hat wenig Optionen. Das heißt, in der jetzigen Situation ist es so, dass die Kernkraftwerke abgeschaltet sind und die müssen jetzt Kohle importieren, Öl importieren. Also alles, was zur Energiegewinnung dient, kostet massiv. Großer Unterschied zu Deutschland, wir haben Braunkohle und so weiter. Und Edano hat nach der Katastrophe schon beschlossen, gesagt, okay, wir wollen wirklich raus aus der Kernenergie. Nur, das ist in einem Land wie Japan, bei dem die installierte Kraftwerksleistung relativ hoch ist, natürlich ein enorm großer Schritt. Und der ist nicht so einfach herstellbar. Was man jetzt im Moment versucht, ist zu sagen, okay, wir wollen raus, aber wir werden Kernenergie als eine Option neben dem Rest, Japan macht auch eine Energiewende, wollen wir offen lassen. Und das ist jetzt ein Prozess, wo sozusagen einmal nachgewiesen werden muss, sind die wirklich sicher? Also man hat Stresstests, die ein bisschen schärfer sind als das, was wir haben. Und die Menschen werden befragt. Also man versucht es nicht von oben auf zu
oktroyieren, sondern die Menschen mitzunehmen. Also, was Japan ja, glaube ich, hat, ist Geothermie. Mhm. Also die haben Erdwärme, die sie nutzen könnten. Und sie könnten ja viel Windkraft machen. Ne? Sie haben Windkraft, sie haben einen Boost gehabt, zum Beispiel auch bei Solarenergie. Also wenn die Japaner was anpacken, muss ich sagen, dann machen die das auch richtig. Aber nach wie vor, es fehlt sozusagen eine Lücke. Mhm. Und ja, es bröckelt, es ist auch das Bewusstsein. Ich meine, die Katastrophe liegt 3 Jahre zurück und die Halbwertszeit, die mediale Halbwertszeit, die ist in Japan wie hierzulande natürlich eher kurz. Ist ja erstaunlich, Frau Grewe, die Länder reagieren ja alle unterschiedlich. Nicht nur zwischen Japan und Deutschland sind die Reaktionen unterschiedlich, sondern auch Europa hat ja bis heute ganz unterschiedlich darauf reagiert, auf diese Erfahrung einer Reaktorkatastrophe. Ja, das ist richtig. Vielleicht noch ein Satz zu Japan. Das finde ich auch eine Lektion dafür, dass man langfristig denken muss. Denn Japan war mal, ich glaube, bis Ende der 90er Jahre weit, weit führend in der Photovoltaik-Technologie und hat das dann auch aufgrund dieses, wir haben ja die Kernenergie sozusagen des gängigen Pfades, wurde das wieder eingestellt. Also das finde ich einen wichtigen Aspekt. Und Sie haben recht, in Europa gibt es natürlich Frankreich, das in viel stärkerem Maße auch abhängig ist von der Kernenergie. Aber man sieht doch überall, dass die kernkraftkritischen Bewegungen durch Fukushima massiv gestärkt worden sind. Sogar in Frankreich, auch in Frankreich und auch in allen anderen Ländern. Und man muss, glaube ich, auch einfach noch mal sagen, dass die Energiewende ja nicht nur wegen Fukushima ausgerufen wurde, sondern auch noch den Klimaschutzaspekt hat und den Aspekt der Energiesicherheit hat. Und diese 3 Aspekte werden auch in allen anderen Staaten, glaube ich, sehr viel stärker beachtet heute als früher. Herr Flauger, dann lassen Sie uns mal auf die deutsche Energiewende blicken. Wo stehen wir denn da? Wo läuft's gut? Wo hakt's? Mal erstmal in der Gesamtschau und dann werden wir es vertiefen. Ich meine, das primäre Ziel der Energiewende ist ja Umweltschutz. Das heißt, wir wollen grüner werden, wir wollen mehr erneuerbare Energien haben, mehr Solarenergie, mehr Windenergie. Und da muss man Stand jetzt festhalten, dass sie ein Riesenerfolg ist. Wir haben im ersten Halbjahr diesen Jahres 29% unseres Stromes mit erneuerbaren Energien erzeugt. 29%. Wir waren vor 10 Jahren bei 9%. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2020 auf 35% bekommen. Das heißt, wir haben dieses Ziel faktisch erreicht. Insofern steht das eigentlich außer Frage, dass die Energiewende, was dieses primäre Ziel angeht, ein Erfolg wird. Wir müssen jetzt halt nur gucken, wir verfolgen in der Energiewirtschaft immer 2 andere Ziele auch. Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit. Und ich glaube, um die Ziele müssen wir uns jetzt mehr kümmern. Die Kosten haben wir aus den Augen verloren. Sagen Sie, die kommen zu kurz im Moment. Ja, Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Aspekte. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen mehr um diese Aspekte kümmern. Wir müssen die Kosten in den Griff kriegen und wir müssen auch schauen, dass unsere Netze mit dem Ausbauschritt halten und dass unsere Netze stabil bleiben. 29% nach so kurzer Zeit, Riesenerfolg, sagen Sie. Was sagen Sie? Also ich finde, das ist auch eine beachtliche Zahl und der Ausbau der Erneuerbaren ist schneller vonstatten gegangen, als wir es erwartet haben. Das lag natürlich auch an großzügiger Subventionierung, wo wir jetzt eben, finde ich, ein bisschen spät angefangen haben, das zu kappen und in Korridore reinzubringen. Wenn wir das ein bisschen eher angefangen hätten, dann hätten wir jetzt nicht so ein doch teilweise auch abruptes Abschneiden dieses Ausbaus. Aber wenn ich jetzt eine Zahl nennen würde zwischen 1 und 10, wo stehen wir bei der Energiewende, dann würde ich sagen, vielleicht bei 2 oder 3. Also wir sind noch echt ganz am Anfang. Und das ist dann die schlechte Note, um nur Ihre Skala deutlich zu machen. Ja, genau. 10 wäre die gute Note. Und also ganz viele Dinge, die wir machen müssen, also zum Beispiel Netzausbau, der ist noch gar nicht angefangen. Also wir müssen jetzt unbedingt beschleunigt diese Netze ausbauen, damit eben der Windstrom auch angebunden wird an Süddeutschland, wo der Strom eben hin soll. Und da kommen wir dann sicherlich noch drauf, dass diese Trassen, die da jetzt gebaut werden müssen, wo es auch jetzt nicht mehr so viel Zeit gibt, damit noch lange irgendwie zu warten, dass die halt sehr umstritten sind. Und wir sind jetzt, glaube ich, an dem Punkt, wo die Bürger merken, die Energiewende zeigt sich nicht nur in steigenden Preisen, also sie hatten ja auch steigende Strompreise, sondern sie zeigt sich auch ganz physisch vor ihrer Haustür. Also da wird eben ein riesen Windrad gebaut oder da wird eine Riesentrasse gebaut. Und jetzt ist also so ein bisschen eine Nagelprobe für diese Energieprobe. Also 2, das ist ja eine relativ schlechte, bei 1 bis 10 schlechte Bewertung, Herr Jogeschwar, wie wäre Ihre Startnummer? Ich wäre wahrscheinlich sehr nah bei Ihnen, auch vielleicht 2 oder 3 auf einer Skala von 0 bis 10. Weil wir eigentlich immer noch
etwas begreifen müssen. Die Energiewende ist ein sehr fundamentaler Schritt. Das ist viel mehr als nur ein bisschen Strom ersetzen. Wir reden zum Beispiel nur über Strom. Wenn Sie einen normalen Haushalt in Deutschland nehmen, dann ist der Stromverbrauch nur etwa ein Drittel des Energieverbrauchs. Und die Menschen merken alle, heute ist zwar draußen wunderbar warmes Wetter, aber Heizöl steigt, Benzin steigt. Die Kosten, die wir dafür haben, sind auch nicht nur reine Kosten im industriellen Sinne, sondern wenn wir uns mal die Konflikte anschauen, die es inzwischen gibt und hinter die Kulissen gucken, dann merken wir, das hat sehr oft mit Öl, sehr oft mit Gas zu tun. Also wir merken, die Ressourcen werden knapp und dadurch müssen wir uns ändern. Die Debatte ist die letzten, glaube ich, Jahre oder Jahrzehnte sehr dogmatisch geführt worden. Also das war eine Glaubensdebatte mit Ja, bitte und Nein, danke. Und wenn man es pragmatisch angeht, merkt man, okay, wir sind als nicht nur Nation, sondern als Welt gezwungen, sich zu ändern. Denn nehmen Sie eine Stadt wie Beijing oder Shanghai, da deckt man das zum Beispiel viel über Braunkohle ab und gucken sich die Luftqualität an. Ja? Also da gibt es dann plötzlich Fahrverbote, weil diese Städte ersticken, ja, in all den Anstrengungen, die sie brauchen, um die Energie zu produzieren. Herr Flauger, Herr Jogeschwar hat es angesprochen, wir reden hier nicht nur über Strom, wir reden über Energie in toto. Wie kann man das ein bisschen schildern, sieht derzeit die Gesamtschau in Deutschland aus? Sie haben darauf hingewiesen, 29% ist inzwischen erneuerbar, also Wind, Biogas, Solar. Welche Rolle spielt Atomkraft noch? Welche Rolle spielt Kohlekraft noch? Und wie entwickelt sich das? Also Atomkraftwerke, ich glaube, wir hatten damals, als Fukushima war, 17 Atomkraftwerke. Davon waren ein paar schon mehr oder weniger vom Netz. 8 Stück mussten unmittelbar vom Netz gehen. Das war das Moratorium. Also die wurden unmittelbar unter dem Eindruck von Fukushima dazu gezwungen, nie wieder ins Netz zu gehen. Das heißt, wir haben noch 9 Atomkraftwerke, die werden schrittweise bis 2022 vom Netz gehen. Ich glaube, im nächsten Jahr sind die nächsten fällig. Das heißt, der Anteil von Kernenergie sinkt sukzessive. Er wird 2022 null betragen. Wir haben 29% erneuerbare Energien. Wir haben aber auch nach wie vor, ich glaube, ein Viertel, 25% Braunkohle. Mhm. Steinkohle auch, Gas wird auch immer weniger. Das heißt, wir sind durchaus auch noch zum relativ großen Maße von fossilen Energieträgern abhängig. Und das müssen wir uns auch klar machen. Ich meine, 30% ist schön, aber 30% sind nicht 100%. Das heißt, wir müssen auch noch gucken, wie wir mit den anderen zurechtkommen. Mhm. Es ist ja auch, ich sag mal, aus wissenschaftlicher Sicht manchmal ein bisschen absurd, was wir machen, weil wir zu klein denken. Wir denken natürlich bezogen auf Deutschland, ich nehme mal das konkrete Beispiel Solarenergie. Ja? Photovoltaik ist wunderbar, aber wenn man Europa betrachtet und feststellt, dass wir in Deutschland bedauerlicherweise deutlich weniger Sonnenstunden haben als zum Beispiel in den iberischen Ländern, ist es so, aber dass Solarzellen wir... Solarzellen macht uns keiner was vor. Das ist richtig, aber es wäre sehr viel klüger, solche Solarzellen zum Beispiel in Portugal oder Spanien zu installieren, die natürlich sehr viel mehr Energie produzieren könnten. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Schritt, dass diese Energiewende, wenn sie gelingt, eine sein muss, bei der wir gesamteuropäisch denken. Denn man muss sich klar machen, je größer dieses System ist, je vernetzter dieses System ist, umso geringer ist die Energie, die sie vorhalten müssen. Und das ist das große Problem heute. Die regenerierbaren Energien sind toll, aber es gibt Tage, an denen bläst kein Wind und es ist bedeckt. Und dann braucht man Gaskraftwerke, die ökonomisch gesehen unrentabel sind. Okay. Ich würde gerne ein bisschen widersprechen. Ich denke nicht, dass das ein Entweder-Oder ist. Also wir haben mit der Photovoltaik in den Mittagsstunden inzwischen schon noch mehr als die 29% allein mit der Photovoltaik erreicht. Also die ist viel leistungsstärker, als wir denken. Und wenn wir eines Tages Speicher haben, dann kann man auch damit ernten. Und das heißt nicht, dass die auch in Spanien zusätzlich noch sehr viel mehr Strom auf diesem Wege produziert werden soll. Wenn man ihn speichern kann, dann kann man mit diesem Strom auch die anderen Probleme zum Teil mitlösen. Also Verkehr, Wärme und so weiter. Also ich glaube, man sollte das nicht kleinspielen aus einem zweiten Grund, weil die eigentliche Qualität der erneuerbaren Energien ist, glaube ich, und das wäre auch meine Kritik an der Bundesregierung, noch nicht verstanden worden. Und das ist ihr dezentraler Charakter. Die Photovoltaik ist interessant für jeden, der ein Haus hat und der sich damit womöglich selbst versorgen und auch noch einen Teil seiner Heizung mit aufheizen kann. Das ist so. Und deswegen ist es auch so explodiert und übrigens nicht erst in den 4 Jahren, sondern die 29% sind über einen längeren Zeitraum erreicht worden. Und das ist aus meiner Sicht das Argument dafür, dass man auch jetzt sehr
klar sich überlegen muss, wo wollen wir langfristig hin, welche Energieform soll welchen Stellenwert haben, wer soll sich dafür engagieren können, wer soll den Markt sozusagen, wer soll sich am Markt beteiligen können, wie wünschen wir uns diesen Markt. Und da sehe ich bei der Bundesregierung unglaublich viel Widersprüchlichkeit und überhaupt keine Stringenz in ihrer Strategie. Und wenn ich noch was sagen darf, finde ich... Inwiefern? Können Sie das kurz erläutern? Ja, nur einen Teil vielleicht mal, weil der jetzt am besten anknüpft. Photovoltaik, die Erneuerbaren sind zu mindestens 2/3 von Bürgern, Bürgerinitiativen, Bürgergenossenschaften und kleinen Unternehmen bisher aus den gerade beschriebenen Anreizen und auch ja, wegen der Förderung vorangetrieben worden. Und das, denke ich, ist auch deshalb so wichtig, weil wenn man anfängt, selber Energie zu produzieren und erst recht gemeinsam zu produzieren, dann kommt man darauf, dass die den Bedarf nur decken kann, wenn man gleichzeitig spart, wenn man intelligent die Technologien der Erzeugung mit auch Wärme lokalen Wärmenetzen und so weiter verbindet. Und deswegen glaube ich, dass das einen ganz wichtigen Drive erzeugen kann, den ich auf der Makroebene leider im Moment nicht sehe, sondern da ist die Energiewende eher ausgebremst worden als beschleunigt worden. Also das Problem der Erneuerbaren, das lässt sich ja für einen Physiker auch nicht leugnen, sind diese starken Schwankungen, die dann auch im Netz stattfinden und weswegen dann immer wieder gesagt wird, wir brauchen halt Grundlastkraftwerke, also Kraftwerke, die dafür sorgen, diese Schwankungen mal zu glätten, also so, wenn man das mal so ausdrückt. Wenn der Wind bläst, braucht man nicht unbedingt am meisten Strom, aber es kann sein, dass man viel Strom braucht, wenn kein Wind bläst. Und deswegen kommen wir nicht so weit, wenn wir alle nur Solarzellen auf dem Dach haben, sondern wir brauchen halt auch noch irgendwelche anderen Kraftwerke. So, und jetzt wollte ich noch kurz bei Herrn Flauger, der hat das nämlich auch schon angedeutet, wir haben halt jetzt die absurde Situation bei der Energiewende, dass wegen des Ausbaus der Erneuerbaren unsere Kohlekraftwerke wieder angefahren wurden, die eigentlich schon alt waren und dass die eben besondere Dreckschleudern sind und deswegen sind unsere CO2-Emissionen gestiegen und jetzt haben wir so ein bisschen so ein Rechtfertigungsproblem in der Welt. Da zeigen alle auf uns, ihr macht die Energiewende, aber was kommt hinten raus? Ihr macht mehr CO2. Und deswegen, das muss natürlich in dieses Strommarktdesign auch unbedingt rein, dass wir eigentlich die Kohlekraftwerke da irgendwie rauskriegen. Ist denn das, Herr Flauger, überhaupt erreichbar? Also im Moment, glaube ich, sind gerade mehrere grüne Landesumweltminister dabei, dieses Thema aufzugreifen und zu politisieren. Aber kann man wegen der Grundlast, die wir ja haben, und wegen der Schwankungen bei den erneuerbaren Energien überhaupt aus Reservekraftwerken rausgehen? Nee, ich glaube auch, dass das Problem weniger die Grundlastkraftwerke sind, sondern wir brauchen Kraftwerke, die flexibel sind, die eben, das wären im Idealfall die Gaskraftwerke, die eben schnell nach oben gefahren werden können, runtergefahren werden können. Das wäre gewünscht. Aber da haben wir in der Tat ein großes Problem, weil es ist teuer, so Kraftwerke vorzuhalten. Es ist für einen Stromkonzern eben schwierig zu sagen, an 200 Tagen im Jahr läuft das Kraftwerk nicht, an den restlichen Tagen schmeiße ich es an. Das ist momentan wirklich schwierig zu managen. Gaskraftwerke haben schwierig. Der Strompreis ist im Großhandel so extrem gesunken, dass die sich eigentlich nicht mehr rentieren. Die gehen reihenweise vom Netz. Und da muss man in irgendeiner Form eine Möglichkeit finden, solche Reservekraftwerke bereitzuhalten. Und da ist in der Politik gerade eine Diskussion, aber ich glaube, das wird sehr schwierig, da einen Weg zu finden, dass man nicht wieder noch mehr in den Markt eingreift. Ich will noch einmal ein bisschen auf das zu sprechen kommen, Frau Gräwe, was Sie gesagt haben, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben und wir sind sozialisiert eigentlich in einer Welt, bei der man so schön sagt, der Strom kommt aus der Steckdose und wir haben vier große Player gehabt. Also der größte Teil des Stromes wurde von vier großen Playern produziert. Wir haben ein Stromnetz, eine gesamte Kultur, die darauf basiert, dass wir monopolistische fast Strukturen haben, große Kraftwerke und so weiter. Und dieser Paradigmenwechsel, den Sie ansprechen, nämlich Energiewende bedeutet, dass wir wegkommen von diesen wenigen Großen hin zu einem Netzwerk von vielen Kleinen, einem Netzwerk, was sehr viel stabiler, was sehr viel flexibler auch ist. Und das hat nun eine ganze Reihe von technischen, auch von ökonomischen Konsequenzen. Technisch gesehen, wir haben ein Stromleitungsnetz, was bis dato ein Verteilungsnetz war. Jetzt ist es aber so, dass wir plötzlich unendlich viele Stromproduzenten haben, die einspeisen. Und das ist genau diese Scharnierzeit, die Sie ansprechen, nämlich von dem einen Zustand zu dem anderen brauchen Sie Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass wir durch dieses Tal gehen, aber dass langfristig etwas passiert. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, dass eine stabile Energiepolitik, wenn sie wirklich nachhaltig ist
uns weniger abhängig macht. Wenn Sie einfach mal heute überlegen, was wir an Kosten ausgeben für Konflikte, die unmittelbar mit Energie zu tun haben, das ist in gewisser Weise eine indirekte Subventionierung des konventionellen Weges. Das muss man, glaube ich, mit einpreisen. Ich finde das sehr richtig. Ein Beispiel nur. Wir importieren für 100 Millionen Euro im Jahr Öl. Mhm. Das finde ich im Vergleich zu den 22 Millionen, die wir für die Förderung der Milliarden. Entschuldigung, die mit den Nullen habe ich es nicht so. Genau. Finde ich, dass darüber wird sehr viel weniger diskutiert, weil wir uns daran gewöhnt haben. Und ich würde auch noch gerne was zu Kohle sagen, weil Sie sagten, wegen der erneuerbaren Energien. Die ist vor allen Dingen deswegen so billig, weil der europäische Emissionshandel nicht funktioniert. Und der wird auch nicht funktionieren. Das ist meine ehrlich gesagt tiefe Überzeugung. Seit vielen, vielen Jahren wird behauptet, dass uns der im Klimaschutz hilft. Aber die Preise sind für CO2-Verschmutzungsrechte sind so niedrig und sind es seit langem. Und es gibt offenbar nicht den politischen Willen, doch, das zu verändern. Es wäre schön, ich würde es mir sehr wünschen. Aber wenn das nicht passiert, dann meine ich, bräuchte man einen Plan B. Und es gibt auch viele Wissenschaftler, die dafür plädieren, dass man auch auf nationaler Ebene durchaus etwas machen kann, um die CO2-Emissionen runterzukriegen, zum Beispiel indem man Grenzwerte für die Kohlekraftwerke festlegt. Also der Vorteil, den die haben, der liegt nicht in der Energiewende, sondern es wäre eigentlich, das haben Sie ja auch gesagt, besser, wenn man mit Gas ausgleichen würde. Nee, ich möchte nur sagen, dass auf dem letzten EU-Gipfel Gott sei Dank beschlossen wurde, mit den Emissionshandel zu reformieren und wurde auch beschlossen, wie viele Zertifikate man rausnimmt aus dem Markt und durch diese Verknappung sollen sie sich eben verteuern. Also ob das klappt, müssen wir sehen, aber das ist natürlich ganz wichtig, das zentrale Instrument, um Kohle teurer zu machen, weil so wie es im Moment funktioniert, ist es nicht gut, dass wir also sozusagen durch die Situation, dass Erneuerbare ausgebaut werden, dann kommen und das mit Kohlekraftwerken, die wir ja eigentlich nicht wollten und unser Ziel eben tatsächlich Umweltschutz und Klimaschutz auch ist in dieser Energiewende, dass wir dann alte Kohlekraftwerke hochfahren. Und deswegen muss auch die noch mehr kommen, glaube ich, als dieser Emissionshandel. Das wird ja auch ein Strommarktdesign geben, das, glaube ich, Ende 2015 sogar gesetzlich beschlossen wird, wo genau das gemacht werden soll und nochmal festgelegt wird, wie viele Anteile wollen wir wann, aus welcher Energiequelle. Und da müssen wir dann die Kohle auch nochmal durch andere Instrumente verteuern, damit die nicht kommt, sondern dass wir mehr auf Gaskraftwerke zum Beispiel setzen dann. Wir haben es vorhin schon mal gestreift, aber ich würde es gerne noch mal einmal ein Stückchen vertiefen, Herr Flauger, nämlich den Transport von Energie. Wir haben viel über die Erzeugung, über den Mix gesprochen. Aber da gibt es ja noch ein kleines Problem. Ich will es mal etwas plakativ nur an einem Beispiel sagen. Wind bläst im Norden. Dort stehen die meisten Windkraftanlagen, Offshore-Parks in der Nordsee. Die deutsche Industrie ist überwiegend im Süden konzentriert. Etwas sehr plakativ jetzt geschildert. Aber da entsteht ja ein Problem. Man muss den Strom nämlich auch zur richtigen Zeit dorthin bekommen. Wie weit sind wir da? Ich glaube, dass es ein sehr drängendes Problem ist und dass wir da eben keine Zeit haben. Also man muss festhalten, es waren ja nach Fukushima, hatte man eine Angst vor großen Stromausfällen, die sind ausgeblieben. Wir haben es bisher gut geschafft, aber man muss auch konstatieren, dass die Netzbetreiber immer öfter eingreifen müssen. Also die müssen öfter eingreifen, sie müssen öfter zeitweise sogar Windräder vom Netz nehmen, um das Netz zu stabilisieren. Das ist die eine Sache und es ist absehbar, dass wir in den nächsten 10 Jahren eine komplett andere Stromerzeugung bekommen. Es werden nach wie vor noch 9 Atomkraftwerke vom Netz gehen. Die sitzen teilweise da, wo die großen Stromverbraucher sind. Das heißt, wir müssen dahin Strom bringen. Und wir werden weiter, speziell im Norden Deutschlands, Windkraft aufbauen. Das heißt, da wird noch mehr Strom produziert. Das heißt, wir müssen künftig, und das ist schon wirklich in wenigen Jahren, viel mehr Strom von Nord nach Süd und von Ost nach West transportieren. Mhm. Da gab es einen Prozess, die Netzbetreiber zusammen mit der Bundesnetzagentur, und da hat man schon identifiziert, dass man, ich glaube, 4000 Kilometer neue Leitungen bauen muss in den nächsten 10 Jahren und unter anderem 4 große Trassen festgelegt, aber auch kleinere und an denen werden wir auch nicht vorbeikommen. Ist das zu schaffen? Von diesen politisch? Es gibt doch Proteste und es gibt ja auch schon, Bayern ist ein berühmtes Beispiel, Ministerpräsidenten, die keine Trassen vor der Tür so gern haben. Das ist nämlich nicht populär. Also von diesen 4000 Kilometern ist noch kein einziger gebaut. Das müssen wir mal, und das müssen wir jetzt bis 2022 schaffen. Und wenn wir uns überlegen, wie viel
Zeit solche Trassen vorher, also bis jetzt gebraucht haben, die haben manchmal 10, 20 Jahre hat das gedauert, bis die gebaut wurden. Also da müssen wir jetzt auf einmal, müssen wir wirklich ein Turbo einlegen. Und ja, Seehofer hat da sein Veto eingelegt gegen diese Trasse, die von Sachsen-Anhalt nach Augsburg geht. Und ich will jetzt mal sagen, also wenn das wirklich nicht gebaut wird, das Ding, dann wird die Energiewende auch nicht gegen die Wand fahren. Ne? Also glaube ich nicht. Aber es ist natürlich, Bayern muss sich echt überlegen, wie es eben an den Strom kommt. Und dass er jetzt einfach da Gaskraftwerke neu baut, das wird, ist eine Illusion. Ich glaube, was man einfach in Deutschland merkt nach 2011, ist, dass es eigentlich an drei entscheidenden Stellschrauben ein bisschen mangelt. Das erste ist die klare Strategie. Wir haben immer noch keine klare Strategie. Das zweite sind Verfahren. Schauen Sie sich nach 2011 an, wie die Zuständigkeitsverteilungen waren. Da gab es das Umweltministerium, es gab den Wirtschaftsminister, das Bundeskanzleramt. Also man hat es verzettelt. Es gab viele Stimmen, die damals gesagt haben, wir brauchen so etwas wie einen klaren Beauftragten mit Kompetenzen, der wirklich diese Energiewende dahinsetzt. Und der dritte Punkt ist Vermittlung. Ich glaube, was bei vielen Menschen notwendig ist, ist ihnen klarzumachen, warum tue ich das? Wenn Sie, und ich meine, da habe ich ja jetzt sehr intensive Eindrücke in Japan gerade mitgebracht, wenn Sie einfach sehen, welche Alternativen Sie haben, dann spüren Sie, okay, Menschen sagen, den Weg gehe ich mit. Aber Sie müssen überzeugt sein. Und Sie müssen überzeugt sein, dass das nicht Aktionen sind, die immer wieder mit Lobbyismus, mit Minderheiten, es gibt Profiteure auf allen Schienen, dass das rational läuft. Wenn man die drei Sachen, Strategie, und zwar wirklich klar, klare Verfahrensweisen, die auch transparent sind, die zum Beispiel keine Ausnahmeregelungen haben, wenn es darum geht, ein bisschen mehr Geld zu zahlen, und Vermittlung. Wenn wir das schaffen, gewinnen wir. Und ich glaube, wir müssen gewinnen, weil wir langfristig eine enorme Chance haben in dieser Energiewende. Und das ist, wir als Industrienation haben das sehr laut weltweit verkündet. Frau Grebe, die Welt guckt auf uns und wir müssen zeigen, dass wir es können. Ich würde das Wort Vermittlung gerne durch Kommunikation ersetzen, okay, durch Gespräch. Mhm. Denn Vermittlung klingt so, wir wissen, wie es läuft und wir erklären euch das mal. Also so ein bisschen so wie die Annoncen von Herrn Gabriel für 800.000 Euro in den deutschen Zeitungen, warum wir das EEG so geändert haben. Ich glaube, es kommt auf Kommunikation an, weil die Erfahrungen in den lokalen Zusammenhängen, die auch in den Wissenschaften, denn die Energiewende hat ja einen Boom an Forschung ausgelöst, das muss man auch mal auf der Plusseite verbuchen. Diese Erfahrungen, denke ich, die müssen auch sozusagen in die Gegenrichtung transportiert werden. Und das betrifft auch die Trassen. Also die Zahl 4.000 überzeugt mich noch nicht und viele andere auch nicht. Da sind dann so lange Schneisen mal kalkuliert worden. Es kann aber gut sein, dass man andere Schneisen braucht in Zukunft, dass man auch mehr dezentralen Netzausbau braucht und dann gar nicht mehr so viel lang. Bei Herrn Seehofer denke ich auch, dass da so ein Lokalkalkül dahinter steht. Aber es gibt auch Bürger in Bayern, die sagen, vielleicht brauchen wir die gar nicht, die Mengen von Energie, weil wir viel mehr erzeugen können, als zum Teil werden in bayerischen Gemeinden jetzt schon Überschüsse erzeugt. Vielleicht brauchen wir die gar nicht. Deswegen ich möchte mal einen Gedanken. Und es ist ein Prozess, das Frau Marschall, damit Sie kommen sagen. Noch kurz und dann möchte ich deswegen, doch noch einen anderen Aspekt aufgreifen, der mir sonst zu kurz kommt. Aber gleich. Deswegen habe ich ja vorhin von einer auch Nagelprobe gesagt, weil ich glaube, jetzt kommt das. Es gab zwar diesen Diskussionsprozess schon, wie machen wir diesen Netzausbauplan und das ist wirklich über ein Jahr lang gegangen und so weiter, aber das ist ja für die Menschen nicht so konkret, wenn in irgendeiner Verwaltung irgendein Prozess stattfindet. Das wird für die erst konkret, wenn sie irgendwo ein Schild sehen, wir bauen, da wird jetzt gleich eine Hochspannungsleitung gebaut oder sowas. Und deswegen geht dieser Kommunikationsprozess jetzt auch vor Ort nochmal ganz, ganz neu los und deswegen haben wir da auch echt eine Nagelprobe, dass die Menschen eben akzeptieren, die Energiewende, die kommt nicht irgendwie einfach so angeflogen, sondern die hat mit ganz konkreten Projekten vor Ort auch zu tun. Herr Jogeshwar hat vorhin so plausibel erklärt, warum eigentlich eine Energiewende auf nationaler Ebene nicht sehr zweckmäßig ist, sondern man europäisch denken müsste. Wie der Wissenschaftsjournalist das sieht, sachlich, glaube ich, ist das alles sehr überzeugend. Aber jetzt muss man ja noch mal auf die Politik gucken und das wollte ich gerne noch mal aufgreifen. Wie realistisch ist denn, dass so etwas Vernünftiges, gesamteuropäisches im Bereich der Energie
zustande kommt. Denn das beschäftigt auch, habe ich gesehen, wir haben ja ein Gästebuch zu dieser Sendung, viele unserer Zuschauer und Zuhörer, die sagen nämlich, was bringt eigentlich ein deutscher Alleingang, wenn um uns herum Kernkraftwerke stehen und im Binnenmarkt dürfen wir die Einspeisung von Atomstrom ja ohnehin nicht verhindern. Das heißt, wir werden ihn vielleicht übers Ausland weiter nutzen. Also diesen Gedanken würde ich gerne noch mal politisch in die Runde geben. Also ich wohne an der holländischen Grenze. Ich glaube, ich bin von jedem deutschen Atomkraftwerk weiter entfernt als vom niederländischen Kraftwerk. Kernkraftwerk, das geht 2034 vom Netz. Das heißt, der Atomausstieg, von dem werde ich 10 Jahre später als Leute in der Mitte Deutschlands profitieren. In Bayern und in Baden-Württemberg sieht schon wieder anders aus als in den französischen und die tschechischen Kernkraftwerke. Ich finde das sehr, sehr schwierig, das auf europäischer Ebene hinzubekommen. Ich meine, wir sehen es allein in Deutschland. Wir haben ja 16 Energiewenden. Also allein jedes Bundesland versucht, seine eigenen Interessen durchzudrücken. Wir hatten jetzt eine Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes. Da sind wirklich auch Länderinteressen durchgesetzt worden. Da gab es norddeutsche Länder, die auf Windenergie, weil da viel Windenergie ist, Wert gelegt haben. Süddeutsche, die Biogas sichern wollten. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Vor allem auch, wenn man auch merkt in Deutschland, dass es ja auch durchaus ein Prestigeobjekt ist, dass die nationalen Regierungen sich dieses auch nicht nehmen lassen wollen. Also ich finde es ja schön, wenn es passieren würde. Ich glaube auch, dass die EU-Kommission da wirklich einen guten Willen hat, das zu machen. Aber ich glaube, dass die Energiepolitik leider eine nationale Angelegenheit bleiben wird. Genau, also Energiepolitik ist in der EU eine nationale Angelegenheit und jeder darf seinen Energiemix eben selber zusammenstellen. Und ich glaube aber, dass wenn wir eben als größtes Land in Europa zeigen, dass wir es können, dass es klappt, dann werden uns andere folgen. Also mit einer Zeitverzögerung weil man merkt ja, Sie setzen auf die Vorbildfunktion. Genau, abrechnen werden wir wahrscheinlich in 20 Jahren oder so. Und dann kommen die nach. Also weil sie auch gar keine andere Wahl haben. Also die Franzosen machen das inzwischen. Es geht ja über die Vorbildfunktion hinaus. Also übrigens auch weit über Europa hinaus. Die Tatsache, dass wir die Photovoltaik gefördert haben, hat dazu geführt, dass der Preis weltweit so niedrig gesunken ist, dass heute in den Schwellenländern und auch in ersten Entwicklungsländern die Photovoltaik eine Alternative ist. Dort, wo Sie zu Recht sagen, da ist noch mehr Sonne, da ist das überhaupt jetzt erst erschwinglich und war es das vorher noch nicht. Also da hat die deutsche Energiewende schon global richtig Auswirkungen gezeigt. Das ist ja ein spannender Gesichtspunkt, weil Sie vorhin auch, Sie haben das Ziel, Dreieck genannt, Ökologie, Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit. Wenn Frau Gräfe sagt, das hat diese Wirkung, die sie gerade an dem Beispiel Photovoltaik beschrieben hat, kann es sein, dass die Energiewende auch so etwas wie ein Fortschrittsmotor für die deutsche Volkswirtschaft sein wird, dass wir am Ende sagen, die ist so stimulierend, dass wir die Nase, sag ich mal, vorn haben auf diesem Gebiet, auch als große Exportnation? Ich glaube schon. Also es hat uns viel Geld gekostet. Wir haben auch speziell zum Beispiel bei der Solarenergie gemerkt, von wegen, dass wir Unternehmen hatten, die vorne waren, aber die inzwischen gegenüber den Chinesen verloren haben. Also die haben davon profitiert, sind aber inzwischen reihenweise pleite gegangen oder geschwächt worden. Deswegen darf man das, glaube ich, nicht überschätzen. Aber ich glaube, allein dieses Umsetzen, dieses Versuchen, etwas Neues zu machen, dieses Problem zu lösen, ich glaube schon, dass uns das weiterbringt. Und ich glaube auch, dass wir Stand heute einen der fortschrittlichen Energiemixe haben, dass wir, auch wenn wir so weitermachen, dass wir 2030 eine Situation haben, um die uns auch andere Länder beneiden werden. Und wie gesagt, selbst ein Land wie Frankreich, die radikal auf Kernenergie gesetzt haben, die versuchen uns jetzt nachzueifern. Also keine Gefährdung des Wirtschaftsstandortes, was ja auch viele, das ist nämlich die anderen Stimmen, die man immer wieder hört, die sagen, mit der Energiewende gefährden wir sozusagen den Erfolg der deutschen Volkswirtschaft, der uns ja immer mit das Wichtigste ist. Also ich würde sagen, nein, obwohl eben tatsächlich die Lobbyverbände immer sagen, oh Gott, die Energiepreise für uns sind so hoch in Deutschland und sie sind auch teilweise doppelt so hoch wie in den USA, glaube ich. Aber das liegt daran, dass die USA ja Fracking entdeckt haben, also das Bohren nach Schiefergas in der Erde. Und dadurch konnten sie auf einmal ihr gesamtes Energiesystem modernisieren und haben jetzt sensationell niedrige Energiepreise. Aber auch diese Schiefergasvorkommen werden irgendwann ausgebeutet sein, also in 30, 50 Jahren sind die ausgebeutet. Und dann sind wir wieder da mit unseren erneuerbaren Energien. Also langfristig, glaube ich, werden wir das bessere Ende für uns haben. Und ich fand ganz gut, was Herr Yogeshwar noch mal gesagt hat, dass die Menschen halt immer wieder überzeugt werden müssen vom Sinn dieser Energiewende. Und der tiefere Sinn ist ja auch für kommende Generationen ein Energiesystem zu haben, das eben auch
nicht klimagefährdend ist und dass eben ja, also trotzdem Energie, also Versorgungssicherheit, und es gibt eben Rohstoffe, die immer wieder nachkommen. Also Wind und Sonne ist eben da und kostet nichts. Also, Herr Jogeschwar, und das ist eben der Sinn der Sache. Herr Jogeschwar, wir kommen schon ans Ende des Presseclubs. Mhm. Und deswegen noch mal vielleicht auch ein bisschen die zusammenfassende Frage. Haben wir in Deutschland die richtigen Schlüsse aus Fukushima gezogen? In der Qualität ja, in der Umsetzung vielleicht nicht so optimal. Aber wir müssen was ändern. Man kann ja das Gedankenexperiment machen und sagen, okay, wir würden nichts ändern. Dann hätten wir Energiepreise, die irgendwann so ansteigen, dass die Heizkosten des ganz normalen Menschen in einen Bereich kommen, wo sie sozial anfangen, problematisch zu werden, wo die Kosten auch von wirtschaftlichen Produkten explodieren. Also auch wenn man die Romantik, ich sag mal, einer besseren Welt einfach mal wegstreift und einfach sagt, pragmatisch, die Ressourcen sind knapp, die Welt wird immer energiehungriger, wir müssen etwas ändern. Also ich glaube, das ist ein Konsens, den wir sehr schnell alle finden. Mhm. Dann nicken fast alle. Richtiger Weg, aber bleibt noch viel zu tun. Kann man das? Kann man das? Keine Frage. Der Presseclub hat ein einvernehmliches Fazit. Ich danke Ihnen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Für die einvernehmliche Diskussion und für die lebhafte und engagierte Beteiligung. Das war ja nämlich der Presseclub hier im Ersten. Hier geht es jetzt weiter mit dem Europa-Magazin und dem Bericht aus Brüssel. Da sind wir wieder. Brüssel war ja auch Thema bei uns. Und morgen, das dürfen Sie nicht verpassen, um 22.45 Uhr im Ersten. Die Story im Ersten. Dort läuft der Film nämlich von Ranga Yogeshwar, unterwegs in der größten Nuklearbaustelle der Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Schönen Sonntag noch und tschüss. Ich begrüße Sie zum Presseclub, nachgefragt auf Phoenix und im Radio auf WDR 5. Fukushima und die Folgen. Funktioniert die Energiewende? Das ist unser Thema heute hier in unserer Presseclubrunde. Darüber haben wir diskutiert. Und jetzt sind Sie, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, jetzt sind Sie dran mit Ihren Fragen an meine Presseclub-Gäste. Und der erste Anrufer kommt aus Dortmund. Dort ist Thorsten Palke am Telefon. Herr Palke, hören Sie mich? Ja, danke. Guten Tag. Einen schönen guten Tag nach Dortmund und Ihre Frage bitte. Ich möchte vielleicht mal darauf hinweisen, dass in der Energietechnik sehr viel Märchen seitens der Energiekonzerne gestreut werden. Und deshalb greife ich mal gerne nur die Durchleitungsgebühren auf. Gleich komme ich dann zu meiner Frage. Wenn ich überlege, dass 2006 unsere Durchleitungsgebühren pro Kilowattstunde 6 Cent waren, dann wird in 30 Jahren diese Leitung 11 Milliarden kosten und die Einnahmen bei halber Auslastung 40 Milliarden. Diese Leitung ist in 2 Jahren also bezahlt, also warum sprechen wir von Kosten für Durchleitungsgebühren und Ähnlichem? Das ist nichtig, diese sind Gelddruckmaschinen. Und jetzt zu meinem Thema, was ich angemerkt habe. Wenn ich überlege, dass der französische Atommüll momentan in Russland rumliegt bei Tscheljabinsk, genau da offen an der Erde und genau da der Meteorit letztens eingeschlagen ist, da muss ich mich fragen, was machen die Leute? Und dazu meine Frage nun auch die Wirtschaft, der wirtschaftliche Aspekt. Die Energieunternehmen haben Betreibergesellschaften, die Kernkraftwerke betreiben. Diese Betreibergesellschaften sind verantwortlich für diese Kernkraftwerke, auch für die Entsorgung des Atommülls. Die Energiekonzerne eigentlich gar nicht. Herr Palke, ja? Entschuldigen Sie, können Sie zu Ihrer Frage kommen? Denn wir wollen auch anderen Zuschauern, Zuhörern gern noch Gelegenheit geben, mit uns ins Gespräch zu kommen. Meine Frage ist letztendlich, die Energiekonzerne, die haben so große Schwierigkeiten momentan finanzieller Art. In nächster Zeit werden unter Umständen Energiekonzerne pleite gehen. Und dann frage ich mich, wer bezahlt für den Atommüll, der in Deutschland anfällt, okay, der unter die Erde gebracht wird, irgendwie entsorgt werden muss. Das ist meine Frage. Ganz herzlichen Dank, Herr Palke. Und Ihnen einen schönen Tag in Dortmund. Und Frau Marschall möchte antworten, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, ich finde, das ist auch eine der ganz, ganz zentralen Fragen, die in nächster Zeit beantwortet werden müssen. Und es gibt ja eine Diskussion momentan, weil die ist von den Konzernen selber angestoßen worden. Sie wollen nämlich so eine sogenannte Bad Bank gründen für den Atommüll oder eben eine öffentlich-rechtliche Stiftung, in die sie ihre Rückstellungen auslagern würden, die 36 Milliarden oder so ausmachen in ihren Bilanzen. Und
Zusätzlich würden sie noch netterweise auf ihre Schadenersatzklagen gegen den deutschen Staat verzichten. Das ist natürlich eine ziemlich perfide Sache, sich dieses Risikos des Atommülls entledigen zu wollen. Trotzdem gibt es natürlich die Gefahr, dass irgendeiner von diesen Konzernen eben mal pleite geht und dann sind die ganzen Rückstellungen halt verloren. Deswegen gibt es Leute, die fordern, den jetzt schon wegzunehmen, also jetzt schon die Konzerne gesetzlich aufzufordern, Geld in einen Fonds zu zahlen, damit das sicher ist für die spätere Lagerung von Atommüll. Ich glaube, ich bin dafür, dass das so laufen müsste. Wir gehen nach Bonn. Dort ist Wolfgang Muscher am Telefon. Habe ich das richtig ausgesprochen, Herr Muscher? Ja, eigentlich Mucher. Mucher? Mucher. Wir haben das durch eingedeutscht. Okay, ich war unsicher. Herr Mucher, Ihre Frage an unsere Runde. Ja, ich wollte fragen, wieso das so ungerecht verteilt ist mit der Finanzierung der Energiewende. Warum so viele Ausnahmen gemacht werden für bestimmte Industriebetriebe? Der kleine Mann muss seine Stromrechnung bezahlen. Wenn er das nicht kann, wird ihm der Strom abgestellt und es gibt Probleme. Während die große Industrie offensichtlich da nicht gerecht beteiligt wird an der Energiewende. Also ich bin eigentlich dafür, ich finde das sehr gut, dass die Atomkraftwerke jetzt runtergefahren und ganz abgeschaltet werden sollen und so weiter. Aber mit der Finanzierung, das finde ich also nicht irgendwie so ganz richtig. Und da wollte ich mal fragen, was Sie dazu meinen. Dankeschön, Herr Mucher. Und Ihnen einen schönen Tag, Frau Grewe. Ungerechte Verteilung der Lasten, der Kosten der Energiewende ist das Thema. Ich denke, die Frage ist berechtigt und die müssten Sie vielleicht dann Herrn Gabriel stellen. Es geht ja sogar noch weiter, dass nicht nur die Privatkunden mehr zahlen müssen als die Unternehmen, sondern die Unternehmen profitieren auch noch von einem Preis, der durch die erneuerbaren Energien teilweise sinkt. Also ich sehe das auch als ungerecht an und Sie sind übrigens nicht alleine damit. Ich habe gerade eine Umfrage gelesen, dass die Energiewende in Deutschland immer noch hohe Sympathie genießt, aber dass viele genau das monieren, dass sie eben ungerecht dass sie auch bereit sind, Kosten zu tragen, aber dass die Kosten ungerecht verteilt werden. Und es gibt Ausnahmen im Erneuerbare-Energien-Gesetz für besonders energieintensive Darauf Betriebe. Das ist das, was Herr Mucher auch mit angesprochen hat. Die europäisch, europarechtlich umstritten sind, aber bei denen viele auch sagen, ist das eigentlich in Ordnung, denn das werden immer mehr. Also, dass wir prinzipiell Ausnahmen brauchen, ich glaube, das ist unbestritten. Es gibt eben Branchen wie Aluminium, Chemie, Stahl, die so einen großen Anteil... Aber die Zahl der Betriebe, die befreit sind von der Umlage, ist dramatisch gestiegen. Das ist eben die Frage. Wie gesagt, es gibt halt wirklich energieintensive Branchen, die einen Anteil von 30-40% Stromkosten an den Gesamtkosten haben. Und ich glaube, die müssen wir schützen. Aber wie gesagt, was Sie sagen, man kann über die Zahl der Betriebe diskutieren und über die Höhe der Befreiungen. Wir gehen nach Eichach. Alois Freko ist am Telefon. Herr Freko, ich grüße Sie und Ihre Frage bitte. Hallo, Herr Freko. Der ist im Moment nicht bei uns. Dann kommen wir zum nächsten Anrufer und gehen nach Herzogenrath. Dort begrüße ich Horst Lübcke. Ja, Herr Lübcke, guten Tag, einen schönen guten Tag. Ich habe eine Frage zur Energiewende, ist klar. Und zwar, warum setzt man zu stark auf die großen Netztrassen, also zum Beispiel Nordseestrom nach Süddeutschland zu transportieren? Das können sich nur die eben genannten großen Player leisten. Meines Erachtens müsste man wesentlich stärker auf den lokalen Netzausbau setzen. Das heißt, lokal erzeugter Strom kann auch lokal genutzt werden. Bisher muss der lokal erzeugte Strom also in die großen Netze eingespeist werden. Und die Frage würde ich also gerne, weil das eben schon fast angesprochen hat, an Herrn Jogeschwar richten. Dankeschön. Herr Lübcke, Sie haben natürlich recht, wenn man das von etwas Distanz betrachtet. Aber was ich bemerkenswert finde und vielleicht in unserem Bewusstsein ist es nicht so präsent, ist, dass wir inzwischen in ganz vielen großen, kleinen Gemeinden Genossenschaften haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, Cochem an der Mosel. Ja? Ist inzwischen eine Gemeinde, die tatsächlich energieautark geworden ist, durch einen natürlich lokalen Mix aus Wasserkraft, aus Biogas und so weiter. Und das wird sicherlich in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, dass all diese genossenschaftlichen Verbände, die wir ja vor einigen Jahrzehnten durch die großen Player eigentlich ein bisschen haben schrumpfen lassen, dass die wieder zurückkommen. Und wir werden möglicherweise in Zukunft sehr viel stärker
lokale Lösungen haben. Und das führt dann dazu, dass auch die Topologie dieser Netze etwas anders ist, als sie heute noch sozusagen geplant werden, wo man eher noch diese alten, ich sag mal, fast monopolistischen oder zumindest zentralistischen Strukturen im Kopf hat. Also ich glaube aber nicht, dass wir mit Genossenschaften am Ende unseren Industriestandort mit vollkommen mit Energie versorgen werden können. Und was man ja wissen muss, ist, dass in der Nordsee halt gerade jetzt massiv Windkraftparks ausgebaut werden, die massiv Strom produzieren. Und dieser ganze Strom, der soll eben dahin transportiert werden, wo er am meisten gebraucht wird. Und deswegen können wir da nicht drauf verzichten, auf Leitung. Langfristig sehen Sie aber einen interessanten Trend. Ich nehme mal die IT-Industrie. Die IT-Industrie braucht gigantische Serverfarmen. Man muss sich klar machen, der Strom, den wir heute im IT-Bereich benötigen, produziert genauso viel CO2 wie der gesamte Flugverkehr. Also wir reden hier durchaus von signifikanten Zahlen. Was machen die? Die setzen ihre Parks dahin, wo Energie vorhanden ist, wo es vergleichsweise kühl ist, weil Kühlung ein großes Problem ist. Das heißt, die Industrie orientiert sich auch immer stärker daran, wo sind die Quellen, wo geht man hin. Das heißt, Energiewende wird nicht nur bedeuten, Business as usual und wir verändern die Leitungen. Es wird möglicherweise auch bedeuten, dass wir bestimmte, zum Beispiel auch energieintensive Industrien, genau dorthin positionieren, wo vielleicht mehr Energie vorhanden ist, als irgendwo anders. Ganz wichtiger Punkt, und das war übrigens historisch ja auch so, dass die Industrie immer dahin gegangen ist, wo die Energie war, zum Beispiel ins Ruhrgebiet. Das ist eine der größten Industrielandschaften, nicht nur Energieförderlandschaften. Also wir werden eine Völkerwanderung haben. Und ich glaube, die Fantasie haben wir noch nicht, in den neuen Strukturen zu denken. Da gebe ich Ihnen vollkommen. Anlagetipp, Immobilien im Norden kaufen. Wir kommen zum nächsten Anrufer. Der kommt aus Siegen. Dort ist Nikolai Edinger am Telefon. Hallo in die Runde. Hallo. Mein Eindruck bei der Energiewende ist, dass die Problematik so ein bisschen dieselbe ist wie bei der Atomendlagersuche. Durch die Zersplitterung der Zuständigkeiten und so ein Gegeneinander der Bundesländer blockiert sich die Politik meines Erachtens in manchen Punkten zum Teil selbst. Also beim Endlager, das will halt keiner bei sich haben. Und bei der Energiewende, da haben halt auch NRW und Sachsen mit der Kohle, der Norden mit dem Wind, und auch der Süden mit der Sonne, die haben einfach komplett unterschiedliche Interessen. Die Frage, die ich in die Runde stellen will, ist also, ist die Zersplitterung ein Problem? Beziehungsweise bräuchten wir eine Kompetenzbündelung beim Bund, eine stärkere? Herr Flauger, die gebe ich ganz gerne mal an Sie weiter. Die Frage. Also die Zersplitterung ist mit Sicherheit ein Problem, ist überhaupt keine Frage. Eine Komplettbündelung beim Bund weiß ich nicht. Ich glaube, dass alle Beteiligten nur einfach die Prozesse teilweise auch akzeptieren müssen. Ich meine, wir sehen das jetzt bei den Netzen. Wir haben da einen Prozess aufgesetzt, wo die Länder mit eingebunden waren, die Bundesnetzagentur. Wir haben diese Trassen in einem großen Prozess herausgestellt. Es gibt, glaube ich, auch ein Bundesgesetz. Und jetzt kommt da Seehofer her und versucht, diesen Prozess irgendwie zu torpedieren. Und ich glaube, sowas müssen wir vermeiden. Vielleicht darf ich etwas ergänzen dazu. Und das ist das Primat der Kurzfristigkeit. Die Wirtschaft läuft auf kurzfristige Erfolge, also die Quartalsberichte und so weiter. Die Politik läuft kurzfristig, weil jeder Politiker nach spätestens 4 Jahren zeigen muss, hier habe ich Erfolge. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Und das große Problem in Anführungszeichen der Energiewende ist, dass wir hier alle zusammen etwas längerfristig denken müssen. Das heißt, wir brauchen Lösungen, die sind langfristig gut, aber kurzfristig kann keiner sagen, wow, das haben wir jetzt gemacht und kann die Erfolge nach Hause bringen. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr schwer ist. Und deswegen sage ich, Vermittlung, oder Sie haben das bessere Wort, Kommunikation ist wichtig, um klarzumachen, auch in den Reihen der Politik, hier haben wir eine Maßnahme, die erscheint vielleicht unpopulistisch oder auf den ersten Blick vielleicht sogar teurer. Aber, liebe Wähler, guckt, mittelfristig haben wir einen Profit. Man muss es immer wieder diskutieren, kommunizieren. Der Presseclub kommt vom WDR aus Köln. Die nächste Anruferin kommt auch aus Köln. Vera Offermann ist am Telefon. Ich grüße Sie und Ihre Frage bitte. Guten Tag, mein Name ist Vera Offermann. Ich habe die Frage, warum entziehen wir den Atomkraftherstellern nicht die Subventionen oder die Zuschüsse, die sie erhalten für das Endlager und alles, was da drum ist, und leiten diese Gelder nicht einfach in den Netzausbau ein? Weiter.
Dankeschön, Frau Offermann. Und einen schönen Tag noch in Köln. Hier scheint die Sonne. Sie werden es gut haben. Wer möchte antworten? Okay, ich versuch's mal. Also ich glaube, Sie spielen darauf an, dass diese Rückstellungen ja steuerfrei sind. Also diese Konzerne, die können halt sagen, wir nehmen ein paar Milliarden und packen die in diese Rückstellungen. Und mit diesem Geld können sie aber eigentlich neue Kraftwerke oder neue Dinge investieren und sind sozusagen ihre eigene Bank. Ne? Aufgrund dieser Steuerfreiheit. Und jetzt ist die Frage, wenn man das aufheben würde, dann hätten sie natürlich wieder nicht mehr genug Geld für die Atommülllagerung. Also das soll ja eigentlich dafür da sein, dass sie hinterher aufkommen, auch für den Rückbau von Atomkraftwerken und für die Endlagerung des Atommülls. Deswegen glaube ich, sollte man den Vorschlag doch nicht machen, also nicht umsetzen. Und für den Netzausbau denke ich, also dass wir da muss zwar der Stromverbraucher, haben Sie auch wiederum recht, muss wieder zur Kasse gebeten werden, aber das wird sich noch in Grenzen halten. Also ich glaube, wir werden uns diesen Netzausbau leisten können und möglicherweise wird er ja auch noch mal abgespeckt, also wie unsere Diskussionsteilnehmer hier gesagt haben. Also insofern, ich glaube, die Idee kann man nicht weiter verfolgen, weil das Geld eben gebraucht wird für den Rückbau von AKW und für die Lagerung von Atommüll. Herr Flauger, eine Frage, die im Netz, aber auch bei unseren Anrufern immer wieder auftaucht. Wir haben sie gerade ein bisschen angesprochen, aber beschäftigt die Leute natürlich sehr. Diese ganze Energiewende, wie teuer kommt uns die noch? Und vor allen Dingen, wer zahlt die Zeche? Also ganz konkret, wie teuer wird es für den Bürger? Oh, wenn ich das beantworten könnte. Also ich habe bisher noch keine seriöse Schätzung gesehen, was das alles kostet. Aber die Leute haben natürlich die Sorge, Strompreis kennt immer nur eine Richtung nach oben. Also der damalige Bundesumweltminister Peter Altmaier hat letztes Jahr mal so die riesige Summe von 1 Billion Euro in den Raum geworfen. Was man festmachen kann, ist die jährliche Belastung. Die EEG-Umlagen, mit der wir den Ausbau finanzieren, die ist in diesem Jahr, glaube ich, bei deutlich über 20 Milliarden und das wird so jedes Jahr für uns so sein. Und ich glaube, da ist auch ein Punkt, wo wir aufpassen müssen. Akzeptanz ist eine Sache, aber ich glaube, wir würden die Akzeptanz verlieren, wenn die Kosten noch mehr steigen. Ich glaube, der Bürger zahlt momentan 1/5 seiner Stromrechnung inzwischen für die EEG-Umlage und ich glaube, da können wir nicht mehr machen. Ich glaube, da ist die Belastungsgrenze erreicht und wenn die noch mehr steigt, dann können wir noch so viel vermitteln und dann wird die Bereitschaft nicht mehr da sein. Ist denn vorstellbar, dass es auch mal nach unten geht? Ja. Ganz naiv kann man ja sagen, natürlich. Wir produzieren immer mehr erneuerbare Energien, dann müsste eigentlich billiger werden. Natürlich geht es mittelfristig sogar wird es nach unten gehen, weil eben die Rohstoffe ja umsonst sind, sozusagen Wind und Sonne. Aber ich wollte eigentlich sagen, noch mal zu dieser Billion. Nicht mehr, weil wir am Ende der Presseclub nachgefragt sind, machen wir kein neues Thema mehr auf. Aber Sie hatten so eine schöne Botschaft eben, langfristig kann es sogar billiger werden. Okay. Wollen wir mal sehen, ob man das glauben kann, aber das Prinzip Hoffnung ist immer ein gutes in der Politik. Das war nämlich schon der Presseclub nachgefragt auf Phoenix und im Radio auf WDR 5. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ich danke meinen Gästen für die engagierte Diskussion und für die Beantwortung Ihrer Fragen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.